schon wieder das Licht angelassen. Herr Vogt? Hallo? Oh Gott, Herr Vogt, hallo? Hallo, können Sie mich hören? Herr Vogt, hallo? Was hast du getan? Hallo? Ist hier noch irgendjemand? Hallo, Frau Sassmann. Was machen Sie denn hier? Frau Sassmann, was ist denn hier passiert? Frau Sassmann, bleib nicht stehen! Frau Sassmann, das bringt doch nichts. Bleib nicht stehen! Frau Sassmann! Oh Mann, das gibt's doch nicht! Polizei? Ja, Sie müssen schnell kommen. Und bringen Sie den Rettungswagen. Nach dem mysteriösen Vorfall im Autohaus flieht Lisa Sassmann vom Tatort. Eine halbe Stunde später erreicht sie völlig aufgelöst ihr Elternhaus. Lisa? Lisa, bist du das? Was machst du da? Wieso packst du? Ich muss hier weg, Mama. Wie, du musst weg? Wohin musst du denn? Ich muss verschwinden. Nee, du musst nicht... Lisa, wieso musst du verschwinden? Ich muss untertauchen, Mama. Untertauchen? Lisa, sag mal, was ist los? Hast du ein Problem? Lisa, du weißt, für jedes Problem gibt's eine Lösung. Ja, du musst mir nur sagen, was passiert ist. Lisa, jetzt bleib doch bitte mal ruhig. Jetzt beruhig dich mal, guck mich mal an und erzähl mir doch jetzt mal bitte, was passiert ist. Wieso packst du deine Tasche? Wieso musst du untertauchen? Wieso musst du weg? Scheiße, Mama, die Polizei ist schon da. Schnell. Wieso die Polizei? Was hast du mit der Polizei zu tun? Mama, du musst die abwimmeln, wirklich. Du musst einfach nur versuchen, die Wieso abwimmeln? Was hast du mit der Polizei zu tun? Lisa, was ist passiert? Nur verschwinden. Die dürfen mich hier nicht finden. Bitte, bitte, du hast mich hier nicht gesehen, okay? Wieso darf die Polizei Scheiße, Mama, nicht finden? Bitte komm schnell. Ich bin hier nicht. Lisa, warte mal, was ist. Hey! Was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung. Lisa ist völlig durch. Ist da hier Irrenhaus oder was? Nicht fliegen, Mensch! Ja, wie lange sollen wir denn noch klopfen? Schönen guten Abend, die Polizei. Polizei. Sagen Sie, ist es richtig, dass Lisa Sassmann hier wohnt? Ja. Gut, die würden wir ganz gerne mal sprechen. Ist sie denn auch zu Hause? Sie ist eben nach Hause gekommen. Wunderbar. Wollen Sie denn von Dürfen hier? Wir mal reinkommen? Danke. Sie sind doch schon ja, drin. Genau. Wo ist denn Ihr Zimmer? Na ja, gut, finden wir auch alleine. Oh, schönen guten Tag. Wir suchen Lisa Sassmann. Ist sie zufällig zu Hause? Meine Und wo ist denn Ihr Zimmer? Das ist meine Tochter. Nee, die ist nicht da. Das war aber gerade anders. Ihr Mann sagte, die wäre zu Hause gewesen. Ist das Ihr Zimmer? Ja, aber... Ich denke mal, das ist ja nicht, nicht da. Nicht da. Kommen Sie mal, danke. Was sagst du mal an? Machen Sie mal die Tür auf. Hallo. Die Tochter ist nicht da. Was machen Sie denn da? Das können Sie doch nicht bringen. Ja, sie ist weg. Ich gehe mal hinterher. Ja. Was wollen Sie denn überhaupt von meiner Tochter? Ja, das sage ich gleich. Weg? Weg, ja. Toll, super. Sie können doch hier nicht einfach reinrennen. Doch, können wir. Gefahrenverzug, alle Idiot. Frau Sassmann. Was Gefahrenverzug? Ich verstehe das nicht. Ihre Tochter wird dringend tatverdächtig ihren Chef Tristan Vogt im Autohaus mit einem Briefbeschwerer schwer verletzt zu haben und dann auch noch den Tresor ausgeräumt zu haben. Da sind 20.000 Euro aus dem Tresor weggekommen. Bitte? Die sind gestohlen worden. Was soll meine Tochter gemacht haben? Ja. Wie gesagt, da draußen ist weg. Duster, ich weiß nicht, wohin, keine Ahnung. Also der Wachmann des Autohauses hat sie eindeutig identifiziert, als sie vom Tatort geflohen ist. Das kann nicht sein. Das muss eine Verwechslung sein. Also unsere Tochter würde doch sowas nicht machen. Nein. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wo könnte Ihre Tochter denn jetzt hin sein? Ich geh mal gucken, ob das Geld Keine da Ahnung. Ja, genau. Hallo, hallo, hallo. Mein Kollege findet das Geld auch schon ganz alleine. Ja, da müssen Sie nicht helfen. Ich kann doch jetzt nicht einfach da rumwühlen. Sie sollten mal lieber überlegen, wo wir Ihre Tochter jetzt finden können. Wir sind nicht aus Spaß hier. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, sie wird aber nie was klauen oder irgendjemanden verletzen. Also, unsere Lisa, das ist ein ganz, ganz liebes Mädchen. Ja, was wollen Sie eigentlich in unserem Haus und suchen hier alles durch? Nee, also dürfen Sie es überhaupt? Das Schnelle ist da nicht zu finden. Nichts, ne? Nee. Gut, ja, also, ich sag's ja äußerst ungerne, aber die Fahndung nach Ihrer Tochter ist schon raus. In diesem Falle ist es sogar so, dass ich Ihnen den Tipp gebe, Sie sollten sich einen guten Anwalt nehmen. Das sage ich sonst nicht. Haben wir noch irgendwas? Nee, gut. Also wir werden jetzt erstmal den Nahbereich nach Ihrer Tochter absuchen. Lisa soll ihren Chef verletzt haben und 20.000 Euro geklaut haben? Das kann doch wohl nicht sein.
Lisa würde sowas nie tun. Ich werde jetzt erstmal ihre Freunde und Bekannte abtelefonieren, ob die wissen, was los ist oder was da überhaupt hinterstecken könnte. Ja, und wenn das alles nichts bringt, ja, dann müssen wir wohl einen Anwalt einschalten. Lisas Eltern Veronika und Udo haben die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Nachdem die Polizei die 17-Jährige auch am nächsten Morgen nicht aufgespürt hat, beschließen sie, Rechtsanwalt Niklas Dittberner einzuschalten und suchen ihn in seiner Kanzlei auf. Wir wissen alle nicht genau, was da passiert ist. Hat denn Ihre Tochter in irgendeiner Form Motiv für diese Tat? 20.000 Euro sind mitgekommen. Hat die in irgendeiner Form Geldsorgen? Ist sie schon mal auffällig geworden bei der Polizei? Ist sie vorbestraft oder so? Na, ich will, nein. Die Polizei hat sie noch nie zu tun gehabt, nein. Und Geld, ich meine, wir haben darüber gesprochen. Das Kind kriegt Lehrlingsgehalt. Aber sie wohnt noch zu Hause, ja. Muss kein Kostgeld abgeben. Das kann nicht sein, nein, nein. Geld ist überhaupt keine... Nein, kann es nicht sein. Also, wir müssen auf jeden Fall mit ihr sprechen, ne? Weil sie hat gesehen, was da passiert ist und wäre interessant, ihre Version zu erfahren. Wo steckt sie denn jetzt eigentlich? Das ist es ja, die kam die ganze Nacht nicht nach Hause. Wir haben ja versucht, jetzt auch über Handy zu erreichen und das ist ausgeschaltet. Ich weiß mir auch keinen Rat mehr. Sie ist noch nie eine Nacht weg gewesen, ohne sich bei uns zu melden. Das ist noch nie vorgekommen und darum machen wir uns eine Sorgen. Wer könnte denn wissen, wo sie steckt? Hat sie vielleicht einen Freund oder so? Freund? Hat sie einen Freund? Nein, aber also in letzter Zeit, da waren mal so Gespräche, da habe ich mal so gestutzt, da kam ich dazu und dann haben die Gespräche abgebrochen. Wie jetzt? Aber ich habe mir nichts dabei gedacht jetzt. Hat sie jetzt doch einen Freund oder was? Also ich merke, Sie wissen nicht genau, ob sie einen Freund hat. Wer könnte denn wissen, ob sie einen Freund hat? Eine Freundin? Ich weiß es jetzt. Krassen. Ich meine, ich kenne meine eigene Tochter nicht. Sie ist mit ihrem Bruder ganz dicke. Sie ist mit ihrem Bruder ganz dicke. Und der könnte, aber wir haben ihn doch gefragt. Gut, also vielleicht sprechen Sie nochmal mit ihm. Ich meine, er scheint ihr relativ nahe zu stehen. Auf alle Fälle. Kommt er sonst auf eine Idee, wo sie stecken könnte? Könnte ja auch eine Freundin sein, keine Ahnung. Und ich werde in der Zwischenzeit einfach Akteneinsicht beantragen bei der Staatsanwaltschaft. Und sobald ich die Akte habe, wissen wir ja schon, was das angeht, ein bisschen mehr. Ich bin mir sicher, Ihre Tochter, die taucht auch wieder auf. Also bisher wird meine Mandantin nur von diesem Wachmann da belastet. Und der hat ja auch nur gesehen, wie sie vom Tatort geflohen ist. Das ist kein wirklicher Beweis. Die Tat selber wurde von ihm nicht gesehen. Und ich werde jetzt erstmal Akteneinsicht beantragen, mich nach dem Ermittlungsstand erkundigen. Vielleicht gibt es da auch Ergebnisse der Spurensicherung. Und dann müssen wir vor allem mit Lisa sprechen. Veronika und Udo setzen all ihre Hoffnungen in den erfahrenen Anwalt. Auf dem Nachhauseweg kommt ihnen ihr 19-jähriger Sohn Carsten entgegen. Die besorgten Eltern hoffen, dass er etwas von seiner Schwester gehört hat. Doch der Handwerker hat es eilig. Warte einen Moment. Hallo Junge. Gut, dass du da bist. Wollte ich da irgendwas fragen? Hör mal, du bist in letzter Zeit so dicke mit der Lisa und alles. Hast du wirklich nichts gehört? Hat die Lisa vielleicht einen Freund? Davon weiß ich wirklich nichts. Ich muss jetzt auch los zur Arbeit. Halt, nicht so schnell, Junge. Hör mal, die Polizei, die macht richtig Stress. Die denken, die Lisa hat jemanden überfallen, die hat ihm Geld geklaut und die steckt wirklich richtig in Schwierigkeiten. Wenn du da irgendwas weißt, bitte, dann musst du uns das sagen. Wir waren gerade beim Anwalt, Junge. Und der Anwalt hat zu uns gesagt, die Einzige, die die Sache aufklären kann, ist Lisa. Wenn du was weißt, sag es uns. Aber ihr wisst doch ganz genau, dass Lisa nichts mit diesem Überfall zu tun haben kann. Tut mir leid, ich muss jetzt auch... Junge, ich weiß, dass du was weißt. Komm endlich raus mit der Sprache. Hat sie einen Freund? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir waren letzte Woche in einer Bar, die heißt Highway. Ja, weiter! Ja, und da hat sie so einen Barkeeper kennengelernt, mit dem sie eine Weile gequatscht hat. Na also, und der heißt? Heißt wie? Der heißt Jason. Und die haben auch Handynummern ausgetauscht. Na also! Wo ist diese Bar? Die Bar ist in Kreuzberg, Skalitzer Straße. Kann sein, dass die jetzt erst zumachen, aber ich muss jetzt wirklich los zur Arbeit. Tut mir leid. Udo, ich muss da hin. Ich fahre jetzt sofort zu dieser Bar. Du, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Warte mal, kleinen Augenblick bitte. Überhaupt gar kein Problem. Ich verstehe nicht, warum Carsten nicht sofort gesagt hat, dass Lisa wohl einen Freund hat. Ich meine, immerhin haben wir hier einen neuen Anhaltspunkt, wo wir nachher suchen können. Und hoffentlich weiß dieser Jason, wo Lisa steckt und vielleicht ist die ja sogar bei ihm untergetaucht. Veronika will nichts unversucht lassen, ihre Tochter zu finden. Während ihr Mann wegen seiner Querschnittslähmung zur Physiotherapie muss, macht sich die 45-Jährige gleich auf den Weg zu der Bar in Berlin-Kreuzberg, in der Lisas mutmaßlicher Freund arbeitet. Ich hab zu, tut mir leid. Nein, ich wollte auch nichts trinken. Ich hab da mal eine Frage. Sind Sie Jason? Ja, der bin ich. Mein Name und Sie? Mein Name ist Veronika Sassmann. Ich bin die Mutter von Lisa.
Lisa, ne, man sagte mir, Sie und Lisa kennen sich ganz gut. Ich kenne Lisa, klar, ja. Aber so gut auch nicht. Aber haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo die Lisa stecken könnte? Nein. Ein paar Tage nicht gesehen, keine Ahnung. Ich muss mal mit mir reden, dann ist es total nervig. Schauen Sie, die Lisa, die ist jetzt letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich mache mir wahnsinnige Sorgen. Haben Sie eine Idee, wo sie sein könnte? Sie ist eine Nacht nicht nach Hause gekommen? Jetzt machen Sie sich doch keine Sorgen. Nach 5 Tagen können Sie sich Sorgen machen, aber in Berlin ist auch gerne mal 3 Tage feiern, ja? Nein, meine Lisa, die macht sowas nicht. Die ist nicht so ein Mädchen. Wenn die wegbleiben würde, würde sie sich melden. Das hat sie nicht getan. Außerdem steckt Lisa in Schwierigkeiten. Was denn jetzt für Schwierigkeiten? Vielleicht wollen Sie mir auch erst mal erzählen, was los ist. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo sie sich versteckt haben könnte? Nein, ich kenne Lisa nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, wo die sich verstecken könnte. Und ich weiß auch gar nicht, warum sie einen Grund dazu hätte, ja? Würden Sie sich bei mir melden, bitte, wenn Sie irgendwas von Lisa hören. Ja, ich gebe Ihnen meine Nummer. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, ja? Schreiben Sie mir am besten Ihre Nummer auf. Ich rufe Sie an, wenn was ist, ja? Die verzweifelte Mutter kauft Jason nicht ab, dass er nichts von Lisas Flucht weiß. Während Veronika ihre Tochter auf eigene Faust sucht, hat der Anwalt bereits wichtige Neuigkeiten für seine Mandantin. Sassmann? Herr Dittwerner, ja. Im Krankenhaus, der Herr Vogt ist aufgewacht. Dann kann er doch bestimmt... Der Tathergang, genau, kann er nämlich sagen, wie der Tathergang war und kann auch bestätigen, dass die Lisa damit nichts zu tun hat. Bin ich froh, dass der Vogt jetzt aufgewacht ist. Aber der Jason, dieser Jason, da glaube ich, der hat mich angelogen. Der weiß bestimmt, wo Lisa steckt. Der will mir das nur einfach nicht sagen. Vielleicht hält er sie auch fest, weil er was mit dem Überfall zu tun hat. Und ich werde auf jeden Fall den Anwalt darauf ansprechen und ihm sagen, er soll den Typ mal unter die Lupe nehmen. Eine Stunde später trifft sich Veronika im Krankenhaus mit Anwalt Niklas Dittwerner. Die beiden hoffen, dass Tristan Vogt Lisa mit seiner Aussage entlastet und werden Zeugen eines handfesten Streits. Weißt du was, ich komme hierher, um dich zu sehen und die ganze Zeit machst du mich so doof an. Dass du immer damit kommst, dass ich dich ausgeraubt habe, niedergeschlagen. Ich war's nicht, ich habe keinen Bock mehr darauf. Tschüss. Kopf. Hallo. Guten Tag. Was wollen Sie hier? Guten Tag, Herr Vogt. Dittwerner, mein Name, ich bin der Rechtsanwalt der Familie Sassmann. Was, bitte? Was wollen Sie jetzt gerade hier? Also wir wussten doch nicht, dass wir jetzt hier in so einen Streit reinplatzen. Wir wollten jetzt auch nicht da draußen warten. Warum ging es denn gerade? Das geht es hier überhaupt nicht an. Das war mit meinem Sohn. Könnte ich mich ganz kurz mal setzen? Ich jetzt so. Also, ich will einleitend mal kurz feststellen. Also, meine Mandantin und auch ihre Familie, die sind sehr daran interessiert, die Wahrheit rauszufinden, und wenn ihre Tochter das gemacht haben sollte, dann will sie auch, dass sie da eine gerechte Strafe für kriegt. Bloß die Frage ist eben nach wie vor, war sie das oder war sie das nicht? Und um das rauszufinden, dachten wir uns, wir suchen mal das Gespräch mit Ihnen und hören uns mal an, was Sie genau für Beobachtungen machen konnten. Gibt's nicht viel zu erzählen. Ich war im Ausstellungsraum und da hörte ich diese Geräusche aus dem Büro. Ich gehe ins Büro, die Tür ist offen. Der Tresor steht offen, ich fasse es nicht. Ich stehe vor dem Tresor, peng, und sehe nur noch Sterne. Ich hätte nie gedacht, dass Ihre Tochter so weit gehen könnte. Meine Tochter? Meine Tochter Lisa, die wird das nie machen. Warum sollte sie das tun? Na klar, die wollte sich bei mir rächen. Einen Moment. Warum? Das ist aber sehr interessant. Weil sie keine Festanstellung von mir bekommt, wo sie so immer danach gefragt hat. Nein, das ist Blödsinn. Trotz alledem, so, Moment, das ist interessant, verstehe auch, deswegen denken Sie, also Sie können es gewesen sein. Aber halten wir noch mal fest. Sie stehen vor dem Tresor, sagen Peng und kriegen eins über den Kopf gebracht. Ich verstehe das so, der Schlag, der muss von hinten oder von der Seite gekommen sein. Der kam von hinten, von oben. So, woher wissen Sie, dass Lisa Sie geschlagen hat? Ist doch klar, der Wachmann hat sie gesehen, wie sie vom Tatort weglief. Ja, das ist eindeutig. Das ist ja nicht ganz genau das Gleiche. Also sie ist vom Tatort weggelaufen. Also das alleine ist vielleicht noch nicht gerade der Beweis für ihre Schuld. Ja. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe doch den Streit gerade mit angehört. Sie selber haben doch auch ihre Zweifel. Sie haben gerade mit ihrem Sohn diese Diskussion gehabt, dass er das auch gewinnt. Mein Sohn. Der ist faul und unzuverlässig. Der hätte nie den Mumm, mich niederzuschlagen. Vergessen Sie meinen Sohn. Ich bin stinksauer auf ihn. Wir sind dann, das ist mir so rausgerutscht. Noch was. Dieser Tresor, der ist nicht aufgebrochen worden.
der ist aufgeschlossen worden. So, und wer hat einen Schlüssel? Also der Geschäftsführer sicherlich schon. Ihre Tochter nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Lisas Büro steht direkt neben meinem Büro. Die muss mir zugeschaut haben, wie ich einmal den Tresor geöffnet habe. Wie können Sie sagen, dass so, das meine Tochter ist? Würden Sie jetzt bitte gehen? Ich muss unbedingt aufs Klo. Bitte gehen Sie jetzt. Natürlich. Es langt. Auf Wiedersehen. Trotz alledem, vielen Dank für dieses Gespräch. Wiedersehen. Ich glaube das nicht. Wie kann der Mann einfach meine Tochter beschuldigen? Die Lisa würde sowas nicht machen. Ich finde überhaupt keine Worte dafür. Ich fass das nicht. Wie groß ist Ihre Tochter eigentlich? Wie groß ist meine Tochter? Nee, was groß? Hat er denn? Weiß ich Ihre nicht. Ihre Tochter eigentlich? Keine Ahnung, so 1,65 vielleicht? Warum? Ja, haben Sie es gesehen? Ich meine, diese Wunde, die war oben auf dem Kopf. Ja. Warum sollte denn Ihre Tochter oben auf den Kopf raufschlagen? Ich meine, die kann sie vielleicht schaffen, aber das würde man doch nicht machen. Das ist ja vollkommen ungewöhnlich. Oder nicht? Also ich persönlich, ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass Lisa Sassmann mit diesem Überfall einfach nichts zu tun hat. Oder jedenfalls, dass die Beweislage nicht ausreicht. Denn der einzige Belastungszeuge ist hier eigentlich der Wachmann. Denn der Geschädigte, der hat ja so gut wie, also im Grunde genommen gar nichts gesehen. Und ich werde deswegen auch erstmal jetzt das Gespräch mit der Polizei wieder aufnehmen und auch diesen Größenunterschied und die Tatsache, dass die Wunde auf dem Kopf des Geschädigten ist, zur Sprache bringen. Rechtsanwalt Niklas Dittberner kämpft dafür, Lisas Unschuld zu beweisen und fährt gleich nach dem Besuch im Krankenhaus zur zuständigen Polizeiwache. Der erfahrene Jurist ist überzeugt davon, dass die zierliche Auszubildende ihren 30 cm größeren Chef nicht niedergeschlagen haben kann. Foto hängt ja schon da. Ich habe mir die Akte schon gesehen. Passen Sie mal auf. Ich habe gerade mit dem Mann gesprochen, mit dem Geschädigten. Sie sehen ja, die Wunde, die ist nicht entweder hinten, die ist oben auf dem Kopf drauf. Mhm. Und der Kerl ist 1,91 groß. Ja? Meine Mandantin hingegen ist ein echt kleines Mädchen. Die ist tatsächlich 1,61 groß, Sie werden es gleich sehen. Da steht die neben ihrem Bruder, der ist so, naja, 1,80 knapp. So, ist es nicht außerordentlich unwahrscheinlich, dass so ein kleines Mädchen mit einem Briefschere, ich meine, das war ja die Tatwache, Waffe, also quasi so einem Geschichten auf den Kopf haut? Ich meine, rein denkbar wäre das vielleicht, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, meinen Sie nicht? Ja gut, aber haben Sie vielleicht mal an die Tatsache gedacht, dass Sie vielleicht die Frau Sassmann einen Komplizen da hatte? Na, kommen Sie darauf? Nur um Sie als Tatverdächtige zu halten? Ich meine, mit einem Komplizen kann man alles erklären. Vielleicht hatten Sie auch ein Interesse und waren der Täter und hatten Komplizen. Na, ich hatte leider Dienst, ja. Hören Sie mal, der Mensch, der hat einen Sohn und die haben ein total zerrüttetes Verhältnis. Ich war gerade im Krankenhaus, die haben sich angeschrien, die hatten einen richtig handfesten Streit. Und der Vater hat seinen eigenen Sohn beschuldigt und der ist ein bisschen größer als meine Mandantin. Denken Sie mal drüber nach. Moment. Also, wie wir ermitteln, das überlassen Sie doch bitte schon uns. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wir ermitteln immer in alle Richtungen. Das ist ja wohl klar, nicht wahr? Also, das war natürlich schon klar, dass die Polizei jetzt meine Mandantin nicht einfach als Tatverdächtige fallen lässt. Ich denke aber, ich konnte da so einen leichten Zweifel sehen. Und jetzt werde ich meinen Privatdetektiven beauftragen, um diesen Kevin Vogt ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Weil ich bin der festen Überzeugung, der ist im Grunde genommen eigentlich derjenige, der, wenn es nicht meine Mandantin war, davon gehe ich aus, als Verdächtiger am ehesten in Betracht kommt. Denn es kann ja auch sehr gut sein, dass der Herr Vogt der Geschichte seinen eigenen Sohn natürlich in Schutz nimmt, auch uns gegenüber. Und es kann natürlich auch sein, dass meine Mandantin diesen Vogt Junior da bei der Tatbegehung beobachten konnte, nach wie vor dem Angst hat und deswegen auch verschwunden ist. Am nächsten Morgen gibt es immer noch keine Spur von Lisa. Die 17-Jährige ist mittlerweile seit 40 Stunden wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Eltern kommen bald um vor Sorge. Immer wieder sucht Veronika im Zimmer ihrer Tochter nach Anhaltspunkten, warum und wohin sie verschwunden sein könnte. Was machst du da? Ich hab gehofft, dass hier irgendein Hinweis ist. Aber der letzte Eintrag ist ewig her. Du kannst doch nicht in ihrem Tagebuch lesen. Lisa ist seit 2 Nächten verschwunden. Sie hat sich nicht gemeldet, gar nichts. Was soll ich denn machen? Mensch, ich mache mir doch auch Sorgen. Aber wir müssen dran glauben, dass sie wiederkommt. Ihr geht es gut, ich weiß das. Wir müssen zusammenhalten, das stehen wir jetzt auch durch. Genauso wie wir damals die Sache mit dem Autounfall durchgestanden haben. Das haben wir auch überstanden. Was überstanden? Mensch, Udo, du sitzt im Rollstuhl. Ja, und? Und jetzt das noch. Schatz, wir haben auch gelernt, mit diesem Ding zu leben. Und wir stehen das auch durch mit Lisa. Glaub mir.
Glaub mir, wir müssen beide zusammenhalten und dann schaffen wir auch das. Glaub es mir, ihr geht es gut. Ich bewundere meinen Mann für seine Stärke, wirklich. Wenn ich mir vorstelle, dass ich meine Beine nie wieder benutzen. Ja, und auch jetzt schafft es eigentlich, dass ich wieder Hoffnung habe, dass meine Lisa wieder nach Hause kommt. Und ich hoffe, er hat recht.